So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Wir haben in der letzten Folge das Inselhopping erst einmal so weit abgeschlossen. Muss ein Barnabas. Nee. Herodotos. Herodotos? Ich hoffe, wir haben den jetzt hier nicht vergessen auf Chios. Ja, da kommt schon wieder, wenn er Hunger hat. Und ja, das Inselhopping haben wir erst einmal so weit abgeschlossen. Klar, fehlt noch die ein oder andere Insel, aber wir sind jetzt schon mal durch bei dem größten Teil der Insel und werden uns heute zur Attika begeben. Und haben dort schon mal wieder was. Ihr müsst auf mich warten. Ich hoffe, ihr wartet auf mich. So. Nein! Nein! Dun, dun, dun. Oh Gott, ich sehe nichts. Oh Gott, ich sehe wirklich nichts. Oh. So, na, jetzt machen wir hier mal den hier. Wir cheaten schön. Das ist halt echt cool, ne? Dass man da jetzt nicht den ganzen Weg zurück schwimmen muss, sondern einfach sagen kann, hier, Schnellreise und Tschüssikowski. Bin immer bereit. Wenn du soweit bist, treffen wir uns auf der Pnyx in Athen. Und wenn ich mich nicht so bereit fühle? Man, wir hätten ja auch wenigstens zusammengehen können, irgendwie, ne? Das Land der Demokratie, Attika. Ella. Ella, Ella. Du, 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 du. Ella, Ella. Jedes Mal ein Ohrwurm, wenn ich Assassin's Creed Odyssey spiele. Ach ja. Und ihr dürft immer meine schönen Gesangseinlagen beim Assassin's Creed Odyssey Theme und bei Ella Ella anhören. Bleibende Schäden übernehme ich nicht. Die durch meine Gesangseinlagen entstehen könnten. Guck mal, haben wir schon Athen wahrscheinlich. Dorf am Pentelikon. Wunderschön, wunderschön. Was noch wunderschöner wäre, wenn mein Pferd ein bisschen mehr galoppieren würde, anstatt... Och du Heilige. Lol. Nein. Was haben wir denn hier für eine Party? Ich möchte gerne mitspielen bei der Party, aber warte mal, davor speichern wir erst einmal. Guck mal, 30 Stunden sind für eine Arbeitswoche. Was haben wir denn hier? Los, komm. Nicht davon. Ich will den in den Arsch schießen. Ich habe euch geholfen. Freunde, ne? Gesangsvereins. Oh! Keiner gibt auf! Ich habe eigentlich Q gedrückt, aber anscheinend auch nicht.
Was geht da? Ein Eindringling. Guter. Komm. Ich hätte eigentlich, ne? Wie heißt, eigentlich hätte ich den hier mit einem schönen Attentat niederknüppeln können, ne? Warte mal, aber so. In der Hoffnung, dass der dann hier da. Nee, natürlich nicht. Ein scheiß Ernst, dann machen wir es einfach mal so nochmal. Das wollte ich machen. Na, sag mal so. Ach nee, Bruder. Doch. Wenn die Spaziaten sind, geht das halt nicht ganz so gut. Ja, dann sagen wir mal so. Deine Zeit ist abgelaufen. Oh, fuck. Endlich auf! Vorbei! Hermann wartet. Irgendwann müssen die aber nicht mehr kommen, ne? Jetzt sind die weg. Das Drakon-Rätsel ist dort okay. Ich bin eine Elfe. Hab ich den? Ah, guck mal! Da ist er, Bruder. Am Pentelikon findet man den reinsten Marmor der griechischen Welt. Ich hörte, der Parthenon besteht daraus. Ja, warte mal. So. Das ist voll Astrakon-Rätsel. Attika, suchst du die beste Aussicht auf die Akropolis? Einige glauben, man findet sie im Tempel des Hephaistos. Aber wenn du von dort nach Süden gehst, findest du mich auf einem Altar mit Opfergaben zwischen zwei Säulen. Das Bild perfekt einrahmen. Ach toll, ja. Den geflutet? Oh, da liegt auch jemand. Ah.
Weil da haben wir den Marmorstein auch schon abgeschossen. Hätte ich echt nicht gedacht, ne? Noch sehr wenige Wachen gerade da. Das ist unser Glück, was wir haben. Und wir haben kein Kopfgeld bekommen, was mich ein kleines bisschen wundert. Wir haben ja auch den einen Bürger getötet und eigentlich hätten wir da ein Kopfgeld bekommen müssen. Aber beschweren tue ich mich nicht. Ich freue mich einfach. Ach mein Gott, Phobos, komm mal bitte. Das Pferd, komm, da bin ich schon hier in Athen angekommen. Angelangt. Athen. Mal sehen, was diese Stadt für mich bereithält. Ja, sehr viele Aufgaben, sehr viele Fragezeichen. Guckt euch die Fragezeichen an. Ihr könnt wollen. Hier, guck mal, kommen immer mehr dazu. Gott, dann halt nicht. Dann nehmen wir einen unkonventionellen Weg. Gehen wir mal hier hoch. Hallo. Oh. Anführer aus oder so? Was ist da? Ja. Ja, die Frage, kriegen wir das hin? Ich muss mich verstecken. Nee. Und schon. Machen wir hier schon wieder Stress, ne? Oh, fuck. Weg mit dir. Leg dich besser. So. Ist nichts passiert. Gar nichts. Absolut nicht. Na, guck mal, die Fragezeichen kriege ich schon wieder. Ich weiß nicht, schon wieder Zustände, ne? Haus von Solon. Mhm. Das ist nah genug. Kein Schritt weiter. Was? Ja. Ach, fuck, ich wollte eigentlich ein Attentat, aber nun gut. Drei. Zwei Schätze haben wir. Ach, da ist das andere. Dum, dum. Wir kurz erstmal die Fragezeichen mit und machen erstmal die Hauptquest und dann werden wir uns hier
und die anderen Aufgaben kümmern. Oh Gott, das wird... das ist so viel. Davon erholt sich Athen nicht so schnell. Muss ich hin? Okay. Was machst du hier? Das war seltsam. Da unten. Komm ich hier runter irgendwie? Nee, wir haben hier keine Treppe. Ja? Interessiert hier niemanden, dass da irgendeine Leiche hier liegt, ne? Nö. Okay. Schön. Logismus Gebäude abgeschlossen. War auch noch was? Ach, Athens Münze. Ach, ist das toll. Verschwinde von hier! Okay. Angriff! Nein, Bruder. Bam. Ja, Kopfgeld habe ich jetzt in der Backe, ja, ich weiß. So, stehlen. Wollten das so? So was mag der nicht. Dein Kopfgeld gehört bald mir!
Oh. Oh nein! Fuck. Versuchst du mich zu treffen? Oh, denk dran. Dies, wo ich dies hier bin. So. Jetzt. Scheiße! Sehr schön, so macht das auch Spaß. Pandaros der Jäger, Byzantinum war seine Heimat. Es heißt, Pandaros der Jäger habe seine Fertigkeiten als Jäger vervollkommnet und sich aus Mangel an Herausforderungen eine neue Beute gesucht. Menschen. Er galt als gefürchteter und gerissener Widersacher, der das Licht der Städte mied, um seine Opfer aus dem Dunkeln heraus anzugreifen. Mal gucken. Also. Ja, machen wir das mal hier, ne? Aber so viele Fragezeichen sind es dann auch wiederum nicht, ne? Wenn man sich die Karte, zumindest hier in Athen, anschaut. Kann es doch gar nicht gesehen haben. Gefängnis. Ich mache mich unsichtbar. Ist natürlich nicht ganz so cool oder ganz so elegant, wie ich es vorgestellt habe. Wir machen mal den Aussichtspunkt, damit wir wenigstens einen in Athen haben noch. Oh nein. Okay, wir machen es doch nicht ganz. Wir haben schon eine Aufgabe dann bekommen. Jetzt kommst du mal. Und los geht's. So, was haben wir hier noch? Jo, großer. So war ja easy peasy, ne? Komm schon, komm. Ist ja nie etwas gewesen. Oh Gott, warte mal, du kommst hier aus dem Markt mal raus. Eine Pnyx. Es ist wie ein Theater. Die Spartaner mögen vor unseren Mauern stehen, doch wir müssen zusammenhalten für den Ruhm Athens. Für deinen Ruhm. Freunde, Freunde, bitte. Nur weil die Spartaner vor unseren Mauern stehen, müssen wir uns nicht wie sie aufführen. Eine gute Ernte.
zu schade, dass Sparta unsere Felder niederbrannte. Der Parthenon ist prachtvoll, Perikles. Aber zu welchem Preis? Wie viele Trieren hätten wir stattdessen bauen können? Wir dürfen uns nicht entzweien. Es gibt bereits zwei Lager. Und Sparta gewinnt. Handle, Perikles, oder ich werde es. Ach, gut. Du bist da. Es ist schlimmer, als ich annahm. Kleon hetzt die Meute auf. Wir müssen los. Wohin? Zu Perikles. Okay. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes im Horizont. Können wir den töten? Können wir einfach zu ihm... Herodotos? Wo ist denn der? Herodotos? Ach, da. Es gibt viel zu tun. Also hier hoch. Bleib zurück! Sie ist keine Gefahr für Perikles. Das versichere ich. Ah, Herodotos. Schon gut. Lass sie durch. Schön, dich wiederzusehen, Perikles. Ich freue mich auch. Ich wünschte, die Umstände wären angenehmer. Und wer ist das? Kassandra. Willkommen, Kassandra. Und? Wie ist dein erster Eindruck von Athen? Ihr hattet beide gute Argumente. Du warst gut. Wir gehen mal... Du warst gut. Du hast sehr viel Gutes getan. Es ist leicht, gute Taten zu vergessen, wenn schwere Zeiten anbrechen. Perikles, wir sind hier, um... Wir müssen den rechten Moment abpassen und privat mit ihm sprechen. Gut. Wir haben ein dringendes Anliegen. Das haben doch alle. Ich sagte Kassandra, dass du sie vielleicht zu deinem Symposium einlädst. Du bittest mich, das Athenervolk auszuschließen, um eine Fremde einzuladen? Und die Meute? Die braucht nicht noch einen Grund, mich zu hassen. Wenn sie für dich arbeitet, nimmt das neugierige Auge sie vielleicht als Dienerin wahr. Ich bin niemandes Dienerin. Kassandra, dies ist Athen. Wenn du etwas willst, musst du manchmal eine Rolle spielen. Und was genau ist es, was du willst? Wir alle wollen was. Ich suche nach jemanden. Ich suche nach einer Frau, die mir sehr wichtig ist. Herodotos sagte, ein Symposion sei der richtige Ort, um Informationen zu sammeln. Damit hat er recht. Ich kann dich einladen, aber ich kann nicht versprechen, dass du deine Informationen bekommst. Sag mir, was ich tun muss. Sieh zuerst nach meinem Freund Metirochos. Er sollte mich heute treffen und es sieht ihm nicht ähnlich, mich zu versetzen. Gut. Mein Freund Phidias muss so schnell wie möglich aus der Stadt gebracht werden. Sonst noch etwas? Ja, ein Scherbengericht steht an und dafür könnte ich deine Einflussnahme gebrauchen. Scherbengericht? Wer ist Metirochos? Metirochos? Du sagtest, er sei ein Freund? Ein Politiker und Verbündeter. Und einer meiner treuesten Freunde. Wer ist... Was hat Phidias getan? Phidias? Der berühmte Bildhauer? Was hat er denn getan? Er wird verschiedener Vergehen angeklagt und erwartet sein Verfahren. Du findest ihn gut bewacht in seiner Werkstatt. Was ist ein Scherbengericht? Scherbengericht? Der Begriff Exil ist dir vielleicht geläufiger. Hier in Athen... Stimmen wir darüber ab, wer von zwei Personen gehen muss. Es geht um den Sophisten Anaxagoras und einen anderen. Der Vorwurf lautet Gottlosigkeit. Mein Kontakt bei der Agora kann dir mehr sagen. Okay. Ich erledige das. Wird erledigt. Ich erwarte äußerste Diskretion. Das war schwierig. Das lief gut. Es ist nicht direkt eine Einladung. Aber die Aussicht auf eine ist auch etwas wert. Auch wenn er vorher sicher Aspasia um Erlaubnis fragt. Solange ich sie bekomme. Hey! Dann haben wir hier Kleon, oder? Dann reden wir mit ihm nochmal. Mehrere Quests angenommen. Schön. Freundin. Ich soll mit meinem Vertrauten sprechen.
Herakles. Es sah aber gar nicht so aus, als wärt ihr beiden sonderlich vertraut. Das ist nur Politik. Herakles ist ein guter Mann, ein feiner Mann. Nur nicht der richtige Mann. Da habe ich was anderes gehört. Aus wessen Mund? Seinem? Politiker lügen, Herakles wurde von den Menschen gewählt. Ich muss sagen, es nervt mich schon ein kleines bisschen, dass diese Story-Portale so laut sind und halt, ja, ich weiß nicht, die stören schon ein bisschen in den Dialog. Herakles wurde von den Menschen gewählt. Er wurde gewählt. Athen ist die Wiege der Demokratie. Oh, ist es. Nur, dass der falsche Mann in diesem Zentrum sitzt. Willst du irgendwas von mir oder willst du mir nur eine Lektion über die Feinheiten der Demokratie erteilen? Herakles veranstaltet Feste für die Reichen und Mächtigen, während wir belagert werden. Ich will, dass das Volk wieder die Macht übernimmt. Du könntest mir helfen. Was wäre dir meine Hilfe wert? Meine Dienste sind kostspielig. Ich verstehe die Bedürfnisse des Gewerbes ebenso wie die des Volkes. Ich werde deine Dienste großzügig entlohnen. Sprich weiter. Und wie könnte ich dir helfen? Hilf Athen, nicht mir. Die Spartaner stehen vor den Mauern der Stadt. Richte Chaos unter ihnen an. Lass sie so leiden, wie wir leiden. Denk darüber nach. Wirst du meinen Auftrag annehmen und den Spartanern zeigen, dass wir noch nicht besiegt sind? Ich nehme den Auftrag an. Ich habe kein Problem damit, Spartaner zu töten. Gut. Töte Nabis, ihren Befehlshaber, zerstöre ihre Vorräte und bringe mir einen Beweis für deine Taten. Zeig ihnen, dass wir noch Zähne haben. Das werde ich tun. Glaub mir, das ist eine große Chance für dich. Mhm, schön. Für das Volk. Wundervoll. Haben wir hier sonst irgendwas? Ja, das haben wir. Flucht aus Athen. Ach, hier haben wir gleich eine giftige Begegnung. Okay, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge an dieser Stelle hier weiter. Und Gott, guckt euch das an. Das wird ja auch nochmal ganz schön werden, ne? Das hier. Und dann haben wir hier, ach Gott, das wird doch vielleicht ein bisschen länger dauern, als ich gedacht habe. Ja, ne, wir werden in der nächsten Folge erst einmal diese ganzen Sachen hier mühsam abarbeiten und werden ja hier noch die Fragezeichen mit aufdecken, weil das immer so viel Spaß macht. Und dann, ja, hoffe ich, dass ihr in der nächsten Folge bzw. in den nächsten Folgen dann mit dabei sein werdet, wenn wir hier die Karte aufdecken. Und ich hoffe natürlich auch, dass euch die heutige Folge gefallen hat.